Da sind wir wieder. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben spannende Gäste heute. Zum ersten Mal bei uns. Christian Lohse, meine Damen und Herren. Danke sehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Freue mich sehr. Du hast ja schon viel erlebt in deinem Leben, ne? Oh. Muss man ja sagen. Ja. Ne? Auch beruflich viel erlebt. In vielen sterneprämierten Restaurants gearbeitet. Einige davon auch selber geleitet. Also den Stern damit oder die Sterne damit auch selber erkocht. Ja. Ganz aufregende Zeit, auf jeden Fall. Ja. 35 Jahre lang im Dienst des Gastes. Ist das denn erstrebenswert, so einen Stern zu bekommen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Wir haben immer für Gäste zum Wein gekocht und uns weniger mit dem Michelin auseinandergesetzt. Mhm. Ich war keine Nervensäge am Telefon bei denen. Mhm. Und wenn die der Meinung sind, dass der Stern über dem Haus leuchtet, dass wir damit auch Gäste ins Haus bekommen können, gerade Fremde, also Freunde aus der Fremde, dann ist das natürlich gut, dass man sowas hat. Ne? Ja. Und wenn du einen zufriedenen Gast hast. Und das Tolle an dem Beruf, glaube ich, ist Folgendes, dass wir Menschen glücklich machen. Ne? Ja, wir werden sehen, ob davon heute hier was einfließt. Im Team mit Bernhard. Danke. Christian Lohse, schön, dass du bei uns bist. Danke sehr. Und auf der anderen Seite Nelson Müller, herzlich willkommen. Danke schön. Du bist lange nicht da gewesen. Ja, hier noch nie. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Das stimmt, ja. Lieber Nelson, ja. Aber auch dir geht's gut, das können wir ja immer wieder mitverfolgen. Zum einen wissen die Menschen ja auch, dass du ein fantastischer Koch bist, ein tolles eigenes oder sogar zwei eigene Restaurants mittlerweile hast. Aber du bist natürlich auch ein Entertainer, bist ein fantastischer Sänger und das warst du auch schon, bevor du bei Masked Singer auf die Bühne gekommen bist. Trittst du nach wie vor auf? Ich tritt nach wie vor auf. Ich habe meine eigene Band. Wir machen auch im Restaurant so ein Blue Monday, wo es dann immer Künstler gibt, die singen. Wir machen ein schönes Menü dazu und ich finde, es gibt nichts Schöneres als die Kombination aus gutem Essen, guter Musik und guten Menschen, das ist so alles für die Sinne so und gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, etwas, was die Menschen auch wollen und brauchen. Ja. Also wir haben hier alles, wir haben einen netten Rahmen, wir haben nette Menschen. Was uns hier fehlt, ist das Essen, zumindest während der Sendung. Aber wir werden viel Spaß haben, also auch euch, Nelson Müller und Nelson. Viel Spaß, viel Erfolg. Und ich habe da noch was ganz Spannendes. Wussten Sie eigentlich, dass es in mehreren französischen Städten Automaten gibt, aus denen man sich auf Knopfdruck so kleine Kurzgeschichten rauslassen kann, kostenlos. Kriegt man dann so ausgedruckt, wie so ein Kassenbon. Ja, ja, ist doch eine schöne Idee, ne? Finde ich auch. So, jetzt gucken wir mal auf die Publikumsverteilung. Wir sind wie immer ausreserviert. hinter Christian Lohse und Bernhard haben sich an einer großen Tafel 48 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt. Wohin gegen für Nelson Müller und Elton 59 Reservierungen vorliegen. Ja, dann wollen wir doch mal loslegen. Hier sind die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Fragezeichen, Inseln, Abnehmen, Sport, Trick 17, Uhrzeit, was bin ich, Erfindung, im Garten, Zahlen bitte, Gesundheit und Film. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie gewinnen. Jede richtige Antwort 500 Euro oder Publikumsjoker für beide Teams. Und jetzt? Ich weiß nicht, was es eben bedeutet. Aber als du vorgelesen hast, abnehmen, hinten so, oh. Was immer das heißt. Okay, wir dürfen anfangen. Es ist leider nicht Essen und Trinken dabei oder sowas. Das Naheliegendste, was abnehmen mit Essen hat auch was mit Essen und Trinken zu tun. Ne? Wollen wir das dann probieren? Ja, wir haben zwei Köche im Haus. Ne? Dann nehmen wir mal abnehmen. Vielleicht ist es aber auch eine Telekommunikationsfrage. Ja, oder eine Gardinenfrage. Oh ja. Wow. Die Frage. Formula, Diätprodukte. Dürfen laut Diätverordnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft A. ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen verwendet werden, B. ab 2023 nicht mehr in Supermärkten und Drogerien verkauft werden oder C. keinen Zucker enthalten? Weißt du? Nee. Also ich habe davon noch nie was von... Ah, du ja? Nee, ich hab auch noch nie davon... Also Formula-Diätprodukte, das wäre vielleicht interessant, was überhaupt Formula-Diätprodukte sind. Ich halte alles drei für sinnvoll und auch leider möglich. Also, selbst, dass man nicht länger als 3 Wochen irgendwelche Diätprodukte essen soll, ohne den Arzt zu fragen, halte ich für vernünftig. Weil irgendwann ist es vielleicht nicht mehr gut.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht mehr in Supermärkten, Drogerien verkauft werden darf, sondern meinetwegen nur noch in Apotheken oder so. Ja, das hört sich für mich so am sinnigsten an. Und die können dir auch noch einen Rat geben, was ist da drin und Supermarkt, greifst du es einfach? Ja, genau. Also ich kann mir auch B vorstellen. C kann ich mir allerdings auch vorstellen, weil es eine Diätverordnung ist und Zucker ist natürlich was... Laut Diätverordnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ja, dann kann ich mir B und A eher nicht so vorstellen. Wollen wir denn C riskieren? Ja. C. Gut, starten wir mit C. Formula Diätprodukte zur Gewichtsabnahme ersetzen meist eine Mahlzeit am Tag durch eine kalorienreduzierte Alternative. Häufig werden sie in Form von fertigen Shakes oder Pulver zum Anmischen angeboten. Da die Produkte trotz festgelegten Mindestanforderungen an den Nährwertgehalt eine vollwertige Ernährung langfristig nicht ersetzen, sollten sie maximal 12 Wochen lang am Stück genutzt werden. Wenn das Erzeugnis als Ersatz aller täglichen Mahlzeiten bestimmt ist, ist auf der Verpackung der Hinweis, darf ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen verwendet werden, vorgeschrieben. Das sind Formula-Diät-Produkte. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ja. Ja, ärgerlich, ne? Ja. Jetzt, wo man es gesehen hat, weiß man auch, was das ist. Jetzt haben wir natürlich. Und ihr? Naja, wir haben ja, das ist immer, wenn wir Fachleute hier haben, ist ja immer die große Suche nach der Essen- und Trinken-Kategorie, wenn sie versteckt ist. Ich meine, bei Trick 17 tauchen manchmal Koch- und Haushaltstipps auf. Da ich hier absoluter Novize bin, folge ich dir einfach mal. Sehr gut. Ne? Folge deinem Abt. Oh. Er sagt, nenn mich mal Mönch. Na, es ist zumindest anteilig, geht's in die Küche. Wenn Wandfarbe mit Backpulver oder Natron vermischt wird. Natron geht immer. Geht immer. A, ne? Eignet sie sich auch für den Außenbereich? B, erhält sie die Textur einer Kreidefarbe? Oder C, trocknet sie nicht so schnell ein? Aha. Wow. Also ich würde nur A ausschließen. Weil das ist bestimmt eine komplett andere Sache, weil Backpulver und Natron, gerade Backpulver, das zieht ja auf Feuchtigkeit. Ja, Trocknet sie nicht so schnell ein? Ich will doch eigentlich, dass Wandfarbe relativ, also warum sollte ich das rauszögern wollen? Ich bin da bei B, das verklumpt. Und dann hast du vielleicht so ganz kleine Krümel. Und dann sieht das aus wie Kreidefarbe, wo halt Kalk drin ist. Erhält sie die Textur einer Kreidefarbe? Ich meine, da bist du schon, glaube ich, auf dem richtigen Weg, oder? Sollen wir B? Wir nehmen gerne B, ich folge dir. Wir hätten gerne B. Ja. So. Um bei normaler Wandfarbe die matte, leicht pudrige Textur einer Kreidefarbe zu erhalten, wird sie mit Backpulver oder Natron vermischt. Dazu einfach einen Esslöffel des Pulvers in 250 Milliliter Farbe sieden und so lange vermischen, bis sich vereinzelt Blasen bilden und die Farbe leicht schaumig wird. Dann kann das gewünschte Objekt gestrichen werden. Es empfiehlt sich ein Auftragen in Schichten, um den Effekt zu verstärken. Sehr gut. Ich sitze hier genau richtig. Ja, ja. Genau. Guter Tipp für zu Hause. 500 Euro für euch. So. Was nehmen wir? Ja, was machen wir denn? Such dir irgendwas aus, ist völlig egal. Ist egal, oder was? Ja. Wollen wir denn Inseln machen, oder was? Mhm. Ja, machen wir Inseln. Warum haben die Häuser auf der Inselgruppe Bermuda weiße Dächer mit Stufen? A. Seefahrer können die Dächer leichter durch Nebelbänke sehen. B. Der Schattenwurf der Dächer schützt lichtempfindliche Pflanzen. Oder C. Es wird so Regenwasser aufgefangen. Ja, also erstes Bauchgefühl wäre bei mir jetzt so A, ne, irgendwie, aber... Ja, ich meine, wenn da gestanden hätte, Seefahrer konnten so damals die Dächer besser sehen, aber heutzutage... Ja, heutzutage, nee. Also. Das ist das doch relativ egal. Da hast du ein Navi-System und sowas. Deswegen bin ich bei C. Das ist, da kann vielleicht besser Regenwasser auf. Aber war ich ja auch schon total super bei C mit dem Zucker. Aber da läuft das Wasser vielleicht anders ab, als wenn das so schnell... Und ich weiß jetzt auch nicht, was das Weiß damit zu tun hat mit dem Regen. So, ne? Also ich meine... Ja, okay, da hast du weiß natürlich... Ist, ja. Weiß ist ja eigentlich immer... Schwarz macht es warm sozusagen.
macht ja auch keinen Sinn. Weiß, aber ich meine, das ist ja überall, auch in Griechenland und so, ne? So diese weißen Häuser im Grunde genommen. Ne? Da hast du natürlich recht. Warum denn wie weiß? Aber wahrscheinlich. Ja auch, wer weiß denn sowas? Come on, ey. Aber vielleicht hat das Weiß nicht unbedingt damit zu tun, weil das ist ja auch bei, zumindest bei B egal, weil das wird ja reflektiert, das Weiß, oder nicht? Genau, also bei B wäre es halt nur, glaube ich, die Stufen sozusagen, die einen Schattenwurf vielleicht machen würden, ne? Aber erstes Bauchgefühl war schon halt A, so. Weil vielleicht auch dann Stufenreflexion oder so. Und wahrscheinlich sind es ja alte Häuser. Ja, okay. Und ich glaube, war nicht auch Bermuda-Dreieck so eine Gegend, wo viele Seefahrer und viele Schiffe sozusagen verschwunden sind? Das waren die Flugzeuge, die da verschwunden sind, ne? Alles, aber, alles. Das wär, ich finde, es wäre halt die so ein bisschen, ja, wäre okay. Wahrscheinlich die logischste Geschichte, ne? Dann nehmen wir mal A. Ah. Der Bermuda-Archipel hat auf seiner gesamten Fläche von 53 Quadratkilometern keine Frischwasserquellen wie Flüsse oder Seen. Für eine ausreichende Wasserversorgung nutzen die Bewohner neben Meerwasseraufbereitung stufenförmige Kalksteindächer. Diese verlangsamen das Abfließen von Regenwasser, das über die Regenrinne in Wassertanks abgeleitet wird. So versorgen sich die Häuser selbst mit Wasser. Der charakteristische weiße Anstrich dient der Reflexion ultravioletten Lichts und ist die erste Hygienemaßnahme zur Aufbereitung des Wassers. Ja, es bleibt leider bei 0 Euro. Die mischen übrigens oft Natron und Backpulver in die weiße Farbe dafür. So, nimm was, worauf du Bock hast. Wir nehmen... Zahlen bitte, das passt zum Restaurant. Rund 1000 Tonnen Biomasse befinden sich insgesamt in Waschmaschinen deutscher Haushalte. B, verzehren Regenwürmer in einem 100 Quadratmeter großen Garten im Jahr. Oder C, befinden sich als Biotop in und auf dem Kölner Dom. Oh, weia. Habe ich genau richtig gemacht, ne? Das, was mir am besten gefällt, ja. Einfach so, ja. Ohne Ahnung zu haben, ist das mit dem Kölner Dom. Okay. Weil ich denke jetzt wirklich... In und auf dem Kölner Dom. Das ist ja sehr verästelt. Überall, das ist voll mit Tauben. Ja. Die haben ihre Nester gebaut, die kacken dahin. Ich sag jetzt mal, das würde ich jetzt mal als Biomasse bezeichnen. Im weitesten Sinne. Es ist absolute Biomasse. So, die ganzen Nester, die da hochgetragen haben, die hängen da noch rum. Da kommt ja keiner zum Putzen vorbei. Ja. Dann hast du Moose, die vielleicht auf den Dächern sind. Welche Biomasse befindet sich in der Waschmaschine? In der Waschmaschine bestimmt, also die Menge nicht, ne? Aber vielleicht doch irgendwie. Sagen wir mal, wir haben 80 Millionen Waschmaschinen. Wir haben 1 Million Kilo. Das heißt, ich habe 1 durch 80. Ein Achtzigstel. Ein Kilo sind 1000 Gramm. Durch 80 sind 10 Gramm. 10 Gramm? Flusen? Ja. Also sind wir jetzt bei A. Wir nehmen nur die Regenwürmer raus, weil das wäre echt langweilig, wenn jetzt eine Wiese kommt und ein Wurm, oder? Das ist an sich nicht langweilig, aber ich würde ja, aber sagen, jetzt für eine Sendung. Besser gerechnet hast, was soll es sein? Hast du A. Ja, A oder C. Was darf es denn sein? Du warst für A, ne? Ich finde A hinreißend. Super, oder? Sollen wir das machen? Komm, wir nehmen A. Einfach. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Okay. Ich bin ganz gespannt. Ja. Der Kölner Dom ist eine der weltweit größten gotischen Kathedralen und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch wenn das Gemäuer einen eher kargen Lebensraum bietet, identifizierten Biologen der Universität zu Köln in den Fugen des Gemäuers, auf dem Dach und im Gebälk eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Unter extremen Bedingungen finden hier Insekten, Vögel und Mäuse ein Zuhause. Neben mehreren Baumarten wurden auch 40 verschiedene Blütenpflanzen, mehrere Moose und Algen entdeckt. Insgesamt wird die Masse dieses Biotops auf etwa 1000 Tonnen geschätzt. Das ist mir ehrlich gesagt so auch lieber mit dieser Antwort. Es bleibt erstmal bei 500 Euro. Verdammt. Ihr könnt ausgleichen. Bin ich auch nicht gut. Auch nicht. Aber Gesundheit doch bestimmt dann. Ja, ich glaube ja. Ja, dann nehmen wir mal Gesundheit. Am Ende des Tages. Mit Abnehmen hat es nicht so geklappt, aber mit Gesundheit vielleicht. Aber vielleicht damit.
Beim Kauf von Kompressionsstrümpfen gibt die Kompressionsklasse an, wie A, elastisch der Strumpf im Bereich der Wade ist, B, hoch der Druck im Bereich der Fessel ist oder C, lange der Strumpf höchstens getragen werden sollte. Kann doch eigentlich nur A sein, oder? Kompressionsstrümpfe. Das soll ja zusammendrücken. Ja. Soll ja kommen. Ja. So. Also elastisch der Strumpf im Bereich der Wade. Ich traue mich eigentlich so gar nichts mehr so richtig zu sagen, weil irgendwie alles Sinn macht und auch alles keinen Sinn. Dann würde ich es direkt ans Publikum geben. Das wäre für mich jetzt auch so ein Publikumsding im Endeffekt, weil es vielleicht auch jemand schon getragen hat. Also ich hatte noch keine. Hattest du schon welche? Wohl, also ich würde C erstmal ausschließen, tatsächlich. Ja, würde ich. Wir können ja erstmal nachdenken. Ja, ich würde auch. Weil wenn da steht Kompressionsklasse 3, was heißt das? 3 Stunden am Tag, 3 Minuten am Tag, 3 Wochen. Die Fessel, Fußfessel, wo ist die? Die Fessel? Ja, das ist doch hier oberhalb. Ich sag lieber noch nichts. Nee, ich glaube ja auch, dass, sage ich jetzt mal, der Strumpf unabhängig eigentlich. Wobei Wade wäre jetzt für mich auch eher, sage ich jetzt mal, der Bereich. Die Fessel ist, glaube ich, schon eher unten am Fußansatz. Aber es ist doch, es geht doch um diesen Bereich, dass das hier. Wie hoch der Druck ist. Also es ist ja schon ein Druck, aber eigentlich ist ja beides dasselbe. Wie elastisch ist es und also, wie hoch ist der Druck, ist eigentlich gleich. Das ist gleich. Ja. Es ist halt jetzt nur die Frage, also das sehe ich auch, dass es gleich ist. Es ist halt nur die Frage, wo es halt wichtiger ist, an der Wade oder an der Fessel, der Druck. Wer wüsste es? Ach, die meldet sich. Also ich wäre auf jeden Fall für Publikum. Elton. Ich würde mich echt tierisch ärgern, wenn das denn jetzt doch A ist, weil wir dann gesagt haben, das kann ja nur A sein. Und dann haben wir den Anführungszeichen den Joker verschenkt. Auf der anderen Seite, die hinten die schlagen sich wahrscheinlich schon, nein, A, ja, auf gar keinen Fall. So, das ist halt ein Erfahrungswert. Wenn sie sich nur vor den Kopf schlagen würden, ist es viel schlimmer, ja, was sich hinter euch abspielt. Ich finde auch, A brauchen wir jetzt mal so einen mentalen Boost. Und B, also ich... Ja, nee. A oder B? C. Wir nehmen das Publikum. Ja, danke. Also, schau mal, da oben. Ne? Sie meldet sich. Also, dass sie den Arm überhaupt so lange oben halten konnten, ne? Das ist ja, ne? Der ist ja schon seit Anfang der Sendung oben. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Monika. Hallo Monika, woher kommst du? Hamburg. Ja, Monika, und du kennst dich mit Kompressionsstrümpfen ein bisschen aus? Ja. Arbeitest du in einem Orthopädie-Fachgeschäft? Ich trage es selber. Ach, du trägst sie einfach. Na, ja. Dann musst du Bescheid wissen. Also, ich glaube, sie haben beide recht, A. Ja? Okay, Monika, alles klar? Das würde den Eltern jetzt sehr ärgern. Ja? Aber vor allem das Glaube. Ich habe auch welche. Ich habe auch welche. Sind auch vom Sport. Mich jetzt gerade ein bisschen. Kompressionsstrümpfe liegen eng am Bein an, üben Druck auf die Beine aus und werden so als medizinische Unterstützung für das Venen- oder Lymphgefäßsystem genutzt. Dabei werden die Strümpfe in die Kompressionsklassen 1 bis 4 unterteilt. Je höher die Klasse, desto höher der Druck. Ausschlaggebend ist der Druck in Kilopascal oder Millimeter Quecksilbersäule im Bereich der Fessel. Für eine medizinische Wirksamkeit muss der Druck dort am höchsten sein und bis zum Oberschenkel immer weiter abnehmen. Monika, es ist dem. Ja. Und es geht natürlich um den Druck und nicht die Elastizität. Das ist das Entscheidende gewesen. Ja. Es ja. bleibt bei 0 Euro. Entscheidend ist der Ort, nicht das Wort Elastizität. Wir nehmen Uhrzeit. Vielleicht geht es darum, wann das Essen fertig ist. Das ist eine gute Aussage. Schnell muss es fertig sein. Ein nordamerikanisches Paläontologie-Team hat 2022 herausgefunden, dass Dinosaurier A. auch an Husten und Fieber litten, B. beim Paarungsgesang einen Stimmumfang von 5 Oktaven hatten oder C. sich nachts beim Schlafen mit Baumblättern zudeckten. Aha. Ich sag mal so, ich weiß nur, dass der Stimmumfang, also die Stimme bei Sauriern, dass das immer ein Riesenthema ist, was für Laute haben die von sich gegeben, war das jetzt dieses Brüllen, was wir so lieben, oder war das einfach nur ein Quietschen? Nichtsdestotrotz, wir reden ja Dinosaurier, das heißt, das muss theoretisch für alle Dinosaurier gelten. Ja, also in diesem besagten Film, Jurassic Park, und jetzt hat ja auch einer gehustet, ja, und der hatte auch Schnupfen.
So. Dann, ja. Ich habe keine Ahnung davon. Nein, aber das doch. Das doch schon mal es wurde gut inszeniert, als er so einen riesen Schnupfer von sich gegeben hat. Und ohne Maske vor allen Dingen. Also sowas kann, ja. Ich, mir, das kann ich mir vorstellen. Zumal... Lebensgefährlich. Zumal die Dinosaurier, also die Vögel sind ja die Nachfahren der Dinosaurier und die können ja Grippe kriegen. Also die haben auch Husten und Schnupfen und Fieber, also Temperatur und so. Aber das Einzige, was ich wirklich komisch finde, ist das Fieber, weil das Kaltblüter waren. Ja, aber wie haben die sich denn gepaart? Sind das nicht... Ja, so. Je nachdem, wie groß die waren. Haben die keine Eier gelegt? Doch auch, aber die, also, ja, aber... Ja, ich weiß es nicht so genau. Musst, trotzdem musst du dich ja vorher paaren. Man legt ja nur Eier für, kann ja auch fürs Frühstück. Außerhalb vielleicht, keine Ahnung. Ja, die waren ja richtig, das waren ja richtige Eier, wo nichts mehr reingeht, wenn das einmal draußen ist. Gut. Also die müssen sich drin... Also ich merke, da hast du, bist du reifer als ich. Also was Saurierpaarung angeht. Ja. Sich nachts beim Schlafen mit Baumblättern zudeckten. Also das würde ich schon deshalb aussehen, weil es mit Sicherheit Saurier gab, die das nicht gemacht haben. Also als hätten das alle Saurier gemacht. Es gab auch welche unter Wasser und sowas. Also du warst doch auch sofort bei A, oder? Komm, wir gehen hier gemeinsam durch. Ja, wir holen jetzt die 1000. Wir holen jetzt die 1000? Ja. Wir hätten gern die Antwort, die uns die 1000 gibt. Okay. Ich glaube, so kommen wir nicht. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Sehr gut. Oh, ja. Kaufen ein A. Ein nordamerikanisches Paläontologie-Team hat 2022 einen vor 30 Jahren ausgegrabenen pflanzenfressenden Dinosaurier nochmals genauer untersucht. An den Halswirbeln entdeckten sie unregelmäßige knöcherne Ausstülpungen. Diese befanden sich im Bereich der sogenannten Luftsäcke, die den Luftaustausch im Körper gewährleisten. Das Team schloss daraus, dass die Knochendeformationen Merkmale von Atemwegsinfekten sind und durch Husten und Fieber entstanden. Jurassic Park hat zur richtigen Lösung geführt. 1000 Euro. Haben wir schick gemacht, oder? Super. Danke auch. Ja. Ich hatte Sorge, dass die da irgendwas mit Luft und Pfeifen ging. Endete gut. Sport. Ein Test-Cricket-Spiel. A. Dauert in der Regel ganze 5 Tage. B. Wird auf einem Spielfeld aus Samtstoff ausgetragen. Oder C. Beinhaltet Allgemeinwissensfragen zwischen den Innings. Wow. Oh. Hast du zufällig im Ende März Kitchen Impossible gesehen? Nee. Da waren nämlich 3 Köche von der Boyband, wie heißt die? Ah ja, von denen habe ich jetzt auch gelesen. Was so, denn? Die waren in London in so einer Cricket-Halle. Von einer Boyband? Nee, die heißt Boyband. Nennt sich. Es ist eine Dreier-Kombo aus Köchen. Ach so. Die sich irgendwie... Koch-Boyband oder wie auch immer. Irgendwas nennen die sich. So, und die waren in so einer Halle und haben da Cricket gespielt, in Anführungszeichen. Die mussten sich auch komplett weiß anziehen. Mhm. Und ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wie da diese Halle aussah, ob das mit Samt ausgelegt war. Also es sah alles sehr, sehr fein aus. Mhm. Wenn du so Billard oder so, das ist ja auch eine Art Samtstoff, oder? Die Überspannung sozusagen des Tisches. Hat so ein bisschen was Rasenartiges, ne? Also ich würde C ausschließen, also ich kann nur ausschließen, ich würde C ausschließen, weil das ist mir zu, warum Test-Cricket, da wird Fragen gestellt, mhm. Kann natürlich sein, aber zwischen den, also und ganze 5 Tage, also es kann lange dauern, aber ganze 5 Tage. Wieso soll denn das Testspiel so lange gehen, wie lange geht dann erst das, also das wäre nur, der einzige Grund wäre, weil man irgendwas ausprobieren wollen würde, sozusagen. Also würdest du bei mir, würdest du B... akzeptieren, in Anführungszeichen. Hast du mir sehr schön hingelegt. Ich würde die Verantwortung schon mittragen auch. Dann nehmen wir B. Okay. Für alle, die sich mit Cricket nicht so gut auskennen. Test-Cricket-Spiele sind Länderspiele zwischen ausgewählten Nationalmannschaften. Diese Austragungsform gilt als angesehenste und wichtigste Form des Cricket-Sports. Während andere Cricket-Spiele sich auf eintägige Turniere beschränken, wird beim Test-Cricket an 5 aufeinanderfolgenden Tagen täglich ungefähr 3x2 Stunden gespielt. Dazwischen gibt es eine Mittagessenspause und eine Tea-Time. Diese Cricket-Turniere werden Testspiele genannt, weil die lange Spieldauer die Spieler mental und physisch auf die Probe stellt.
Und es ist gut, dass diese Zeitbeschränkung eingeführt wurde. Die gingen früher bis zu 12 Tage. Ich jetzt? Ja, ja, ja. Also, aber das Turnier geht doch 5 Tage. Oder habe ich das jetzt falsch gesagt? Nee, ein Spiel. Ein Spiel. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ihr könntet euch noch ein Stück absetzen. So, wir haben ja noch Publikum. Das heißt, da ist man mit was bin ich und im Garten. Ihr habt sogar noch den Joker. Egal, mit allem eigentlich ganz gut. Was, worauf hast du Lust? Doch, wir gehen mal in den Garten, oder? Wir gehen in den Garten. Wir gehen in den Garten, komm. Wer aus allergischen Gründen Bäume in seinem Garten fällen lässt, kann in der Regel A. das Fellverbot von März bis September ignorieren, B. vom Umweltamt allergikerfreundliche Baumsamen gratis erhalten oder C. mit einem amtsärztlichen Attest die Kosten von der Steuer absetzen. Ich würde nur B ausschließen. Erstmal. Ja, wir wollten bei uns im Garten einen Baum fällen und da hat der Nachbar gesagt, lass mal die Finger davon. Das kostet sehr viel Geld, da kriegst du eine empfindliche Strafe. Ja, ohne Genehmigung. Ohne Genehmigung, ja. Ja. Genau. Wenn, selbst wenn du so am Ast rüttelst, guck schon einer dazu. Tja, Fellverbot von März bis September ignorieren, da ich ja nur Pragmatiker bin. Also ich bin da, ich kann mir da A vorstellen. Ja. Weil das ist ja also so eine Art Gefahr in Verzug. Also du kannst ja nicht sagen, also du ziehst jetzt in ein Haus, hast dann im Garten, was weiß ich, eine Birke. Und jetzt merkst du auf einmal, Anfang des Jahres, du hast eine Birkenallergie und, oder einen Baum, der länger blüht. Und dann sagt das Amt, ja, es tut mir total leid, da müssten Sie halt jetzt ein bisschen Erstickungsgefühle haben. Bis also das ist kein Beamter, du musst es nachweisen und so weiter. Weil die Kosten von der Steuer absetzen kannst du wahrscheinlich eh, weil es haushaltsnahe Dienstleistungen sind. Würde ich mal fast bei Garten arbeiten. Das war sehr gut gesagt gerade. Ich folge dir jetzt mal. Sollen wir A raten? Ja. Komm, wir machen A. A. Und in der Regel vielleicht von Land zu Land. Publikumsjoker ist noch im Spiel. Ja, ja. Ein Mann ließ im November 2003 insgesamt 67 Birken auf seinem Grundstück fällen, weil seine Tochter wegen einer Birkenpollenallergie an allergischem Asthma bronchiale litt. Die Kosten hierfür wollte er als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen. Weil der Mann eine amtsärztliche Begutachtung nachreichen konnte, bestätigte der Bundesfinanzhof dies in einem Urteil. Werden aus medizinischen Gründen Umbauarbeiten an Haus oder Grundstück vorgenommen, muss seit 2011 das amtsärztliche Attest vor Beginn der Arbeiten eingeholt werden. Antwort C ist richtig, es bleibt bei 1000 Euro. Ihr seid immer noch im Spiel. Ja, trotzdem gut. Ja. Fragezeichen, was bin ich, Erfindung und Film? Was nehmen wir denn jetzt? Also da bin ich ganz... Was heißt denn, was bin ich? Das ist irgendein, was ist ein Model-Loddle? Ein Begriff in der Regel. Pass auf, wir haben doch die ganze Zeit Fragezeichen auf der Stirn stehen. Hm? Ja. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass wir mal vielleicht das Fragezeichen noch nehmen. Mhm. Die Kopffrage. Ach so, das. Ah. Warum färben sich schwarz-blaue Hummer beim Kochen? Wir haben die erste Frage erwischt. Ja, das wird nicht schwierig. Yeah. So. Ja. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Ja, ich lehne mich auch mal zurück, weil ich erwarte jetzt schon die Antwort, Nelson. Weil sich sozusagen durch die Hitze der Farbstoff rot färbt im Grunde genommen. Ne? Also ja, das steht da. Ja, ja, genau. Das hätte ich bis jetzt auch noch beantwortet. Soll ich doch mal die Antwortmöglichkeiten vorlesen? Proteinkäfige lösen sich auf und setzen ein rotes Farbpigment frei. B. Das heiße Leitungswasser erweitert ihre Blutgefäße. Oder C. Die oberste Schicht der Schale löst sich durch die Hitze auf. Das kann ja nur A sein. A. Also das hätte ich sogar jetzt, aber nur nach den Antwortmöglichkeiten. Weil B. heißt es Leitungswasser. Ich hätte jetzt halt nicht so genau, also das ist halt hier jetzt nochmal so die Fach, also Proteinkäfige, Alter. Ich meine, so, das, als Koch sagst du deinem Auszubildenden, aber das werde ich demnächst machen. Meinem Auszubildenden werde ich erklären, dass sich die Proteinkäfige auflösen und rote Farbpigmente freisetzen. Ich glaube, dann wäre ich auch Ausbilder des Monats. Ja. Das fehlt mir noch. Also, ja, glaube ich, nur um mal ein bisschen zu reden. Nein, es hat schon was. Es geht schon ums Protein. Also der Hummer besteht ja hauptsächlich aus Protein.
Und dann nehmen wir A. Ich wollte noch ein bisschen was, ich wollte noch ein bisschen reden, aber gut. Das weiß sogar der Elton und er kann gar nicht kochen, der kann nur grillen. Ah, ja. Viele Hummer haben von Natur aus eine schwarz-blaue Färbung. Sie nehmen durch ihre Nahrung das orangerote Carotinoid Astaxanthin auf, dessen Moleküle paarweise in das Eiweiß Crostacyanin eingebaut sind. Diese Paarbildungen können alle sichtbaren Wellenlängen absorbieren und der Hummer erscheint dadurch dunkel. Bei Erwärmung geben die Proteinkäfige die eingeschlossenen Astaxanthin-Moleküle wieder frei. Nun absorbieren sie blaues und grünes Licht, reflektieren aber den roten Teil im Farbspektrum, weshalb gekochte Hummer rot erscheinen. Ja. So solltest du das dem Auszubildenden erklären. Auf jeden Fall. Ja. Die ersten 500 Euro. Ja. Was bin ich, Erfindung oder Film? Also, da wir das Publikum noch haben, würde ich was bin ich nehmen. Unbedingt, vielleicht was bin ich. Fachmann dabei, das Handwerk, ich immer irgendwas, Technik. Der 2019 erstmals von Forschenden beschriebene Schneekugeleffekt erklärt, wie schnell sich Gerüchte verbreiten und dabei verändern. B, warum auf festfrierenden Seifenblasen Eiskristalle tanzen. Oder C, welche Größe Hagelkörner maximal erreichen können. Aha. Ich bin, wo bist du? Ich bin gerade in Vilnius. Ich hatte eine Schneekugel als Dessert gehabt. Und da waren Eiskristalle drin. Und drumherum war so weiches Eis, also festfrierende Seifenblasen tanzen auf Eiskristallen. Das war das Mundgefühl, was ich hatte bei diesem Schneeball, den die serviert haben. Also ich bin total bei A. Okay. Weil die Schneekugel bewegt sich und wird dabei größer. Und das ist sowas wie, ich war bei dir, ich erzähle jemandem, ich war beim Lose Essen und zwei Tage später, das hat nichts damit zu tun, aber deshalb kann ich mich so gut dran erinnern, hatte ich Kopfschmerzen. Dann sagt der Nächste, also gehört, der Horiker, der beim Lose Essen hat danach Kopfschmerzen bekommen. Und dann sagt der Nächste, so meinst du das, ich möchte mal was erzählen, wenn du beim Lose isst, kriegst du Kopfschmerzen. Oh. Und am Ende kommt raus, der Lose ist ein einziger Kopfschmerz. Jetzt Gerüchte in die Welt. Also es gibt hier gute Gerüchte. Ist schon zu spät, habe ich schon gemacht. Ich kann es ertragen, ja. Danke, vielen Dank, dass du hier bist. Ich stelle auch freue mich. Es gibt sich Gerüchte von der, dass man nicht voneinander vom Teller probieren darf. Das kennst du auch, Christian, ne? Ja? Ja, ich war beim Lose und dann habe ich... Jetzt fängst du auch noch an, ja? Ja, ja. Langsam bist du sympathisch, ja. Nee, dann habe ich bei meinem Nachbarn vom Teller probiert und habe dann auf der Rechnung den Satz bekommen, bitte beehren Sie uns nicht wieder. Nee, das war ein anderer Kollege, da waren wir... Aber das ist so ein richtiges Gerücht aus der Küchenwelt. Ich war in Paris essen und habe also von allen Tellern probiert, weil es so lecker war. Da kannst du nicht immer alles essen. Jetzt hat der Nelson aber eine Schote rausgehauen, ne? Ja, aber wohl wahr. Eine Schote, würde ich sagen. Was machen wir denn, Bernhard? Ich bin ja echt bei A. Bernhard, ich lass dich machen. Senioritätsprinzip. A. Gut. A. Gefrieren Seifenblasen auf einem kalten Untergrund, bilden sich zunächst auf der gesamten Oberfläche verteilt Eiskristalle, die auf der Oberfläche tanzen und größer werden, bis die gesamte Blase gefroren ist. Dieses Phänomen wird als Schneekugeleffekt bezeichnet. Durch das beginnende Gefrieren bildet sich dort, wo die Blase festfriert, sogenannte Gefrierwärme, wodurch dort auch die Oberflächenspannung abnimmt. Die Flüssigkeit fließt nun von der niedrigen Oberflächenspannung zur höheren, also von unten nach oben, und nimmt hierbei die noch winzigen Eiskristalle mit. Das war die wissenschaftliche Erklärung. Es bleibt bei 1000 Euro und ihr könnt ausgleichen. Da hattet ihr schon eine Kochfrage und dann Bernhard. Naja, der Christian hätte es ja auch gewusst. Ja, eben, sei ja. Okay, also um sicher zu sein, sollten wir diese Frage jetzt wirklich richtig beantworten. Und ich fühle mich ein bisschen sicherer bei Film als bei Erfindung. Und da ich mich bei dir sicher fühle. Naja, 500 Euro, sehr sicher also ist das nicht. Aber wir versuchen dann lieber Film. Keine teure Sendung. Ach so, also. Für den Film Der Pate 2 A. wurde die Schokoladenzigarette erfunden. B. übernahmen italienische Großmütter das Filmcatering. Oder C. erhielt Carmine Coppola, der Vater des Regisseurs, einen Oscar. Also ich glaube, die Schokoladenzigarette, die gab es schon früher. Jetzt muss ich nur überlegen, wann war denn Der Pate 2? Wann war das? Das muss, also ich kann mich noch daran erinnern. Also wenn, dann ist es späte 70er, wenn nicht
80er, da war, okay. B wäre ja dann nur so, wenn man sagen würde, so aus Feeling-Gründen, um den richtigen Vibe zu haben. Wo du das jetzt sagst, aber bin ich, ist das im Rennen. Also am normalsten ist in Anführungszeichen C. Der Vater des Regisseurs, okay, der Sohn hat Regie geführt und der Vater hat auch mitgespielt und der hat dann einen Oscar gewonnen. Ja, vielleicht war der Ausstatter auch, muss er nicht unbedingt. Mich würde auch C am meisten anlachen. Dann nehmen wir C. Wäre halt nicht spektakulär in der Auflösung, aber... Vielleicht war der Regisseur Francis einfach fort und deswegen hat der Vater die Oscar gekriegt. Der Pate 2 von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1974 ist ein Film über die Machenschaften der Corleone-Familie. Nicht nur die Geschichte des Films, sondern auch die Produktion war eine Familienangelegenheit. Für den Soundtrack war Carmine Coppola, der Vater von Francis, verantwortlich. Der begnadete Flötenspieler erhielt 1974 zusammen mit Komponist Nino Rota einen Oscar für die beste Filmmusik. Sein Sohn erhielt bei derselben Verleihung 3 Oscars, unter anderem in der Kategorie Bester Film. Richtige Antwort und damit Ausgleich. 1000 Euro für Nelson Müller und Elton. Und ihr habt noch eine Frage aus der Kategorie Erfindung. Puh. 1965 entwickelte die US-Amerikanerin Stephanie Kvorak, als sie Material für leichte Autoreifen konstruieren wollte, A. Amalgam als unbedenklichen Zahnersatz, B. eine Kunstfaser, die Westen kugelsicher macht, oder C. abwaschbare Filzstifte, die jetzt für Whiteboards benutzt werden. Ja, eine Kunstfaser. Die muss dann ja also wenn wir wirklich von den Reifen, also von den Gummireifen reden, von dem Kautschukersatz, dann würde doch am besten B passen, oder? Das Kevlar. Ich sehe das auch so. Abwaschbare Filzstifte, die jetzt für Whiteboards benutzt werden. Das ist eher eine Frage der Farbe und weniger eine Frage der Stifte. Deshalb bin ich total bei B. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn man so einen Reifen neu entwickelt, dann hat man sicher auch die Idee, was hält der alles aus, und ich verbrenne ihn einfach mal ganz kurz. Also wenn man richtiger Forscher ist, dann geht man an alles ran, ne? Die Dichte, ja. Die Schwere, wie fällt er sich bei Hitzeeinsatz? Hitzeeinsatz kommt auf der Straße hinzu, Abrieb, Hitze, was passiert da, wann fängt er an zu brennen, wann wird er unsicher für den Fahrer? Und vielleicht ist dabei Amalgam entstanden. Ich meine, das ist ja an den Haaren übergezogen, aber... Ihr müsstet euch ja verständigen, was ihr nehmt, falls das Publikum nicht entscheiden kann oder möchte. Was nehmen wir denn, wenn das Publikum sich nicht entscheiden kann oder möchte? Tja. Ich wäre immer noch für B. Ich tendiere auch zu B. Okay, ja. Dann fragen wir das Publikum. Vorher. Ah, das hat die Seele da. So, hier mittlere Reihe, genau. Darfst gerne die Maske abnehmen. Hallo. Hallo. Ja, wer bist du? Also, ich bin Peter, komme aus Thüringen, Gotha. Aha. Und ich bin bei B, weil nämlich die Kunstfaser durch das Sprühverfahren, dann, mit dem das Kunststoff hergestellt wird, dabei dieses Teflon entwickelt wurde oder dieses Teflon entstanden ist. Okay. Und du kennst dich vom Berufswegen damit aus? Nicht so ganz. Okay. Aber du hast es mal irgendwo gehört. Ja, genau. Alles klar. Der Peter aus Thüringen, ne? Sagt Antwort B. Stephanie Kvorak arbeitete als Textilchemikerin bei einem großen US-Konzern. 1965 versuchte sie, leichte, starke Fasern zu entwickeln, die die damals in Autoreifen verwendeten Stahldrähte ersetzen sollten. Sie löste dazu lange Molekülketten, sogenannte Polyamide, auf und ließ die Lösung mit einer Maschine zu Fasern spinnen. Eine Charge gelöster Polyamide ergab eine unerwartet milchige Lösung. Es stellte sich heraus, dass diese Faser stärker und steifer war als alle bisher bekannten. Kvorak entwickelte damit die Faser Kevlar, die nicht nur seitdem in qualitativ hochwertigen Autoreifen verwendet wird, sondern auch in kugelsicheren Schutzwesten oder in Bauteilen von Raumfahrzeugen. Peter, viele Grüße nach Thüringen, richtige Antwort und damit haben wir folgenden Zwischenstand. Nelson Müller und Elton haben 1.000 Euro auf dem Konto. Habt ihr mehr Zuschauerinnen und Zuschauer heute hinter euch. Christian Lohse und Bernhard haben 1.500 Euro auf dem Konto.
Und so geht's jetzt ins Finale. Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Königshäuser. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche britische royale Hochzeit war die erste, die live im Fernsehen übertragen wurde? A. Hochzeit von Prince Charles und Lady Diana Spencer. B. Hochzeit von Prinzessin Margaret und Anthony Armstrong Jones. Oder C. Hochzeit von Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Beide Teams haben gesetzt, haben Geld gesetzt, haben ihre Antwort eingeloggt. Wir sind gleich zurück und dann gibt es die Entscheidung. Herzlich willkommen zurück. Es ist angerichtet für das große Finale. Wir haben heute Nelson Müller zu Gast im Team mit Elton. 1.000 Euro an die beiden. Und ihm gegenüber Christian Loso und Bernhard 1.500 Euro. Das Duell der Spitzenköche heute hier bei uns. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche britische royale Hochzeit war die erste, die live im Fernsehen übertragen wurde? A. Die Hochzeit von Prince Charles und Lady Diana Spencer. B. Die Hochzeit von Prinzessin Margaret und Anthony Armstrong Jones. Oder C. Die Hochzeit von Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip. Wie viel Geld wurde gesetzt? Nelson Müller und Elton haben gesetzt. Das ist falsch. Ja. Alles. Christian Lohse und Bernhard haben. Das war die Krönung, nicht die Hochzeit. Darf ich, darf ich fortfahren? Christian Lohse und Bernhard haben gesetzt. Ich habe auch genickt. 501 Euro. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Elton tippt auf. Antwort C. Team Bernhard tippt auf. Soweit zum Thema Frage. Soweit zum Thema Frage. Das ist die Krönung gewesen. Das war die Krönung. Ja, das war die Krönung. Das war das erste Live. Die Hochzeit von Lady Diana Spencer und Prinz Charles am 29. Juli 1981. Laut Schätzung sollen 750 Millionen Zuschauer dabei gewesen sein. Live wurde die Hochzeit übertragen. Die Hochzeit von Prinzessin Margaret und dem Fotografen Anthony Armstrong Jones am 6. Mai 1960 wurde im Fernsehen übertragen. Und die Hochzeit von Elizabeth und Prinz Philip am 20. November 1947 wurde live übertragen. Im Radio. Antwort B ist richtig. Denn das war die erste royale Hochzeit live im Fernsehen. Und damit bleiben euch 999 Euro übrig. Und das sind für euch, für jeden von euch, 20,81 Euro. Jawohl! Herzlichen Glückwunsch. Diese 20,81 Euro auch für unsere drei Apple-Spieler, die heute gewonnen haben. Auch euch Glückwunsch. Danke an unsere Gäste. Alles Gute für euch. Christian Lohse, Elton Müller, vielen Dank. Danke auch an Bernhard und Elton. Bis dann. Tschüss.